Na, bereit für die nächste Runde? Ich bin es. Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Mario Kart Wii, wo ab heute die Retro Cups beginnen. Und ja, wen nehmen wir denn heute? Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Ich würde mal sagen, wir nehmen heute einfach mal. Wen hatten wir denn noch nicht? Bin immer knochentrocken. Auch ein ganz cooler Dude. Und dazu nehmen wir mal das Minibike. Manuell natürlich. Und heute steht der Panzercup an der Reihe. Wobei ich sagen muss, dass ich den irgendwie von allen Cups am langweiligsten finde. Ja, besonders zwei Strecken sind dort ja jetzt nicht so besonders. Ja, also es wird ein bisschen ruhig heute, habe ich so das Gefühl. Wir beginnen mit Peach Beach, ja, von Mario Kart Double Dash. Die Strecke ist natürlich an Mario Sunshine angelehnt, wie man ja sehen kann. Finde ich eigentlich ziemlich cool, dass es so einige Strecken gibt, die ja so an 3D-Marios angelehnt sind. Zum Beispiel die Ringbogenwelle war vom letzten Teil, ist ja an Mario Galaxy ein bisschen angelehnt gewesen wegen den Sternteilchen. Die Strecke ist an Mario Kart, Mann, Mario Sunshine angelehnt, nicht an Mario Kart. Oh, ja, da wollte ich jetzt eigentlich nicht gegenfahren. Es kommen hier nämlich auch diese Enten vor aus Mario Sunshine. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich glaube Quocklocks oder so. Ich habe den Namen von denen vergessen. Muss ich nochmal nachgucken. Wobei die Enten tatsächlich auch in Mario Galaxy vorkommen. In einer oder in zwei Galaxien. Ich bin mir da nicht so sicher. Autsch. Und ja, die sind einfach nur nervig. Wenn man von denen getroffen wird, weiß man ja, was passiert. Hat man ja gesehen. Genau dasselbe machen sie auch in Mario Galaxy tatsächlich. Oh, scheiße. Aber die Dinger sind, ja, schon ein wenig nervig. Oh, zum Glück hatte ich einen Pilz gehabt. Lol. Ja. Auch die erste Strecke ist wohl doch nicht so langweilig, wie ich dachte. Ja, scheiße. Hier gibt es übrigens auch noch eine Rampe. Und wir dürfen nicht ins, ja, ins dunkelblaue Wasser, weil sonst passiert nämlich genau das. Und ich glaube, wir haben jetzt ein kleines Problem. Scheiße, ich hoffe, wir können noch was rausreißen. Oh, das sieht sehr, sehr schlecht aus. Oh je. Wir sind einfach mal Achter geworden. Ach du Scheiße. Das war ja gar nix. Ja. Okay, wir müssen uns jetzt echt Mühe geben. Joa, das war jetzt aber nichts, du. Jetzt kommt eine Strecke, die ich früher ganz gut fand, heute aber allerdings, ja, ist die eigentlich ein bisschen langweilig, nämlich die Yoshis Kaskaden vom DS. Und ja. Es ist halt quasi nur so ein Rundkurs, wo jetzt eigentlich nichts passiert, ne? Da sind zwar Wasserfälle und so, aber viel mehr ist da nicht los. Aber wir haben jetzt quasi schon die erste Runde jetzt schon fast fertig, ja. Ja. Sie sieht zwar sehr, sehr schön aus, muss man sagen. Also, so mit diesem dschungelartigen oder dinosaurierartigen Flair. Aber, ja, auch mit dem Ei, aber das war's auch schon. Mehr ist es hier nicht los. Wow, Hilfe. Also, ja. Bisher, also bis auf das Design hat die Strecke es eigentlich nichts zu bieten. Ja. Weil wir sind jetzt schon fast durch. Also das ist ja wirklich gar nichts. Guck mal, das sind gefühlt in anderthalb Minuten ganz zu schaffen mit dieser Strecke hier, ne? Ja.
Das ist halt schon krass. Okay. Ja, wir sind Erster, ohne Probleme. Wir haben es doch gut wieder aufgeholt. Aber das war halt wirklich nichts. Ja, wir haben es nicht mal in anderthalb Minuten geschafft. Ja, also eine der schlechteren Strecken. Aber früher mochte ich die tatsächlich sogar. Naja, machen wir weiter. Auch die nächste Strecke. Ja, ist eigentlich eine schon langweilige Strecke. Nämlich das SNES Geisterteil 2 von dem ersten Mario Kart, nämlich Super Mario Kart. Auch nichts Besonderes, kriegt man auch in anderthalb Minuten, glaube ich, fertig, ja. Aber das Coole allerdings an dieser Strecke ist, die ist halt super dunkel. Also man ist wirklich tief in der Nacht. Und wenn man gegen diese Blöcke fährt, dann fallen die runter. Das finde ich cool tatsächlich. Und einfach mal Waluigi mit der Ratchet nach hinten getroffen, geil. Ja, es gibt zwar noch diese eine Rampe da, aber die traue ich mich jetzt irgendwie gerade gar nicht. Wir müssen ja schon aufholen. Und das ist heute echt nicht einfach. Also ich glaube, heute ist nicht so unser Tag. Mit diesem Cup hier. Yo. Oh, der hat eine Abwehr gehabt. Scheiße. Oh, er ist runtergefallen. Er ist runtergefallen. Mann, oh Mann. Was haben wir denn für ein Glück hier? Wow. Ja. Was mir ehrlich gesagt für ein... Oh, scheiße. Das war knapp. Ich wollte noch das Item generell noch schnappen hier. Was mir ehrlich gesagt für Mario Kart 8 Deluxe noch fehlt für eine Strecke, ist so eine Mario Odyssey Strecke. Es fehlt ein bisschen irgendwie, oder von so einem, scheiße, von einem neueren 3D Mario halt. Boah, war das knapp, Alter. Ja, da fehlt mir so eine Mario Kart Strecke halt von einem neuen Mario 3D Teil. Sei es zum Beispiel von... Obwohl, ja doch, 3D World kannst du eigentlich auch noch ein bisschen mit hinzuziehen. Es ist halt auch ein 3D Mario, ne? Zwar nicht so 3D-mäßig wie jetzt Odyssey oder Galaxy, aber immer noch 3D. Ne? Aber deswegen ist halt der Fokus auch eher so ein geradlinigen Levelverlauf vielmehr. Ein Galaxy und... Odyssey zum Beispiel hast du ja mehr Freilauf. Ja. Das ist ja wirklich... Also besonders Odyssey ist ja wirklich richtig Open-World-mäßig gefühlt. Ja. Hat zwar auch Welten, aber... Ja, das ist halt schon groß dort alles. Ja, und diese Strecke hier, die kommt natürlich vom N64. Das ist wieder mal eine größere Strecke. Ja, also eine große haben wir heute noch. Wenigstens. Wow. Was haben wir denn für ein Glück auf einmal? Wow, das ist ja schon krass, oder? Da können wir hier ein bisschen abkürzen. Da ein bisschen abkürzen. Oder auch nicht. Oh, wir haben jetzt aber doch einen krassen Vorsprung, wie ich sehe. Aber ich sehe schon die Scheiße da hinten wieder kommen. Ja. Und der Blitz natürlich. Und ein Blooper noch oben drauf natürlich. Also... damit man wieder alles versauen kann, ne? Ja. Aber so haben wir heute auch mal ein bisschen über das Thema, so über Neu-3D-Marios mal gesprochen, dass da... Oh, auch mal so ein paar Strecken fehlen in meinen Augen. Ne, sei es so Mario Odyssey oder 3D World, dass man da so ein bisschen was anlegen könnte vielleicht. Das wäre schon nice. Ja. Als ob der genau jetzt eine Ratchet bekommt, ne? Aber dafür kommt eine Blusche und löscht ihn aus. Immerhin, wow. Und Rot hat es einfach mal überlebt. Ja, alles klar. Was? Ja, sicher, ne? Als ob direkt noch eine kommt. Was ist denn das für ein broken Ding wieder hier? Alter. Ja, jetzt rastet das aber wieder richtig aus hier, ne? Das Spiel.
Ja, meine Items klaut er auch noch natürlich, ne? Ah, in dieser blöden Kurve. Oh shit. Wir haben es. Ja, wir haben es. Gigantische Proben. Ja. Ich glaube, wir schaffen das doch nicht mehr. Scheiße. Es läuft gerade echt miserabel, einfach nur. Nee, wir schaffen es nicht mehr. Wir kriegen nicht mal mehr ein Item hier. Fuck. Nee, das war's. Ja, genau. Ja, sicher. Ist klar, ne? Wir sind sogar einfach mal 12er geworden. Ist das lächerlich. Lol, wie kann das sein, dass Cooper nur 3 Punkte hat? Wir sind aber einfach mal trotzdem 12er geworden. Das habe ich echt in 100 Jahren nicht mal mehr erwartet. Obwohl der Cup nichts Besonderes war, haben wir es einfach mal unsere schlechteste Leistung gefühlt hier abgeliefert, ja. Ja, aber das war jetzt auch gegen Ende einfach nur noch ein Chaos. Ja, ich hoffe mal, dass es im nächsten Cup besser läuft, ne? Ja, dann würden wir sagen, sehen uns da wieder, ne? Aber ich hoffe, dass es euch trotzdem ein bisschen gefallen hat heute. Dann sehen wir uns dort wieder, ne? Bis dann, ne? Und ciao, ciao.